Die deutsche Wirtschaft hat ein großes Interesse an der Zusammenarbeit mit den ukrainischen Partnern. Und die Ukraine hat natürlich auch sich als offenes Land präsentiert und hat dieses Interesse sehr gut aufgenommen unter ja nicht einfachen Bedingungen. Wenn man sich vorstellt, dass noch vor wenigen Jahren die gesamten Handelsströme sehr, sehr stark auf den Handel mit Russland ausgerichtet waren, die Wirtschaft sehr eng verflochten war, musste ja im Grunde eine totale Schubumkehr stattfinden und eine Orientierung in Richtung der Europäischen Union und damit auch in Richtung Deutschlands. Ich glaube, dass es absolut richtig war, dass wir mit vollem Elan dafür gekämpft haben, dass es das Assoziierungsabkommen gibt und das Freihandelsabkommen DCFTA, was sozusagen die Grundlage dafür gelegt hat, dass wir diese wirtschaftliche Zusammenarbeit heute so praktisch durchführen können. Die Europäische Union wurde zum weitaus wichtigsten Handelspartner der Ukraine. 2013 gingen noch rund 24% der ukrainischen Exporte in die Europäische Union. Heute sind es bereits 40. Man sieht also, dass sich hier unglaublich viel getan hat. Der Handel wird belebt dadurch, dass vor allen Dingen starke Industriebranchen wie der Maschinen- und Flugzeugbau, die Agrarwirtschaft, die traditionell sehr stark sind in der Ukraine, auch diesen Anschluss in Richtung Westen geschafft haben. Und das ist eine sehr, sehr gute Mitteilung. Die Ukraine wird mittlerweile, und das haben wir ja hier auch gesehen, als Investitionsstandort geschätzt, also nicht nur Handelsströme, sondern eben auch Investitionen gehen in die Ukraine. 2500 aktive deutsche Unternehmen sowie Unternehmensrepräsentanzen sind in der Ukraine. Und ich möchte denen allen danken. Denn ehrlich gesagt, bei aller Hoffnung auf die Ukraine ist ja so ein neues Investment in einem Land, das ja auch politisch in schwierigem Fahrwasser ist, eine Entscheidung für einen Unternehmer. Und deshalb war es so wichtig, dass es viele Beispiele gibt. Ich habe mich gerade mit Herrn Schweizer darüber unterhalten, wo Wirtschaftsunternehmer sagen, das hat sich gelohnt. Unser Einsatz ist belohnt worden. Wir haben sehen eine gute Perspektive, wir haben gute Fachkräfte, wir haben auch gute Bedingungen, obwohl natürlich Themen wie Korruptionsbekämpfung weiter auf der Tagesordnung sind. Und das spricht sich rum. Und da Deutschland einen so starken Mittelstand hat, ist es so unglaublich wichtig, mit dem Kapital des Vertrauens auch sorgsam umzugehen. Denn wenn es 2, 3, 5 schlechte Erfahrungen gibt, dann spricht sich das gleich bei Hunderten von Unternehmern herum, dass man sagt, da hältst du dich lieber raus, da lässt du die Finger davon. Und genau das ist nicht passiert, sondern es ist das Gegenteil passiert. Und das ist sehr, sehr wichtig. Die Industrie- und Handelskammer ist so etwas wie der Motor unserer bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. Und sie zählt jetzt ja immerhin schon 120 Mitglieder. Auch das ist eine gute Sache. Aber ich glaube, sie nehmen auch noch weitere Mitglieder auf. Insofern ist das vielleicht hier eine Einladung, dass man auch noch mitmachen kann. Beratung, Informationen sind wichtig. Aber natürlich ist vor allen Dingen die Frage dann immer, welche realen Rahmenbedingungen finde ich denn? Und deshalb möchte ich hier auch die Möglichkeit nutzen, die Ukraine noch einmal zu ermuntern, auf dem Reformkurs zu bleiben und ihn weiter fortzusetzen. Das sagt sich recht leicht. Ich war vor wenigen Tagen in Kiew und wenn man dann vor Ort sieht, mit welchen Widrigkeiten man sich auseinanderzusetzen hat, dann ist das natürlich nicht ganz einfach. Besonders wichtig ist, dass der Kampf gegen die Korruption weitergeht. Und die Vollendung des Hohen Antikorruptionsgerichts ist dabei besonders wichtig und natürlich ein verlässlicher Schutz von Aktivisten der Zivilgesellschaft. Wir hatten sehr traurige Ereignisse in diesem Zusammenhang. Und es muss möglich sein, dass die Aktivisten der Zivilgesellschaft, die natürlich manchmal die Finger in die Wunden legen und auch nicht immer vielleicht nur bequem sind, dass sie nicht Angst haben müssen. Ich habe mich mit NGOs unterhalten in Kiew, sondern dass sie wissen, dass die Regierung ihre Arbeit unterstützt, weil das sozusagen die Transparenz bringt, die auch notwendig ist. Ich habe mich überzeugt davon, dass das Projekt der Dezentralisierung vorangeht. Der ehemalige Ministerpräsident Sachsens, Herr Milbrat, macht mit vielen engagierten ukrainischen Vertretern aus den einzelnen Regionen dieses Dezentralisierungsprojekt, glaube ich, zu einem schrittweisen Erfolg.
800 Gemeinden haben sich zusammengeschlossen, um mehr politische und finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, die Idee der Regierung, das erst einmal auf einer freiwilligen Basis zu machen und dafür auch bestimmte Anreize zu setzen, ist richtig. Irgendwann wird man dann natürlich auch fragen müssen, geht das immer freiwillig weiter? Aber erstmal haben sich viele Freiwillige gefunden und wir können uns das ja gar nicht vorstellen. Für uns ist das ganz normal, dass wir eine kommunale Selbstverwaltung haben, dass wir die Länder haben, dass wir die Föderale, also die Bundesregierung haben. Aber wenn Sie von einer Zentrale sozusagen Verantwortung nach unten delegieren müssen, dann ist das natürlich ein sehr, sehr spannender und abenteuerlicher Prozess, bei dem ja keiner genau weiß, was erwartet mich. Und das ist sozusagen gelebte Freiheit, nämlich Freiheit, Verantwortung zu übernehmen vor Ort und auch für die eigenen Belange einzustehen. Deshalb möchte ich Ihnen, Herr Ministerpräsident, natürlich auch danken, dass Sie sich dafür so einsetzen. Und dann habe ich natürlich auch hautnah verfolgen können. Wir alle sagen, ja, natürlich müssen die Finanzen in Ordnung kommen und natürlich muss das Budget in Ordnung sein. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Zeit vor 4 Jahren oder etwas länger, als die Inflation galoppierte, als die Währungsreserven dahinschmolzen und die Gesamtsituation der Ukraine wirklich sehr, sehr fragil war. Und die Ukraine hat sich dann natürlich notwendigerweise mit dem IWF zusammengeschlossen und der IWF hat der Ukraine ein sehr hartes Programm auferlegt. Und wir können uns alle vorstellen, wir wissen ja, wie das so ist mit Preiserhöhungen und Steuererhöhungen, wenn Sie die Gaspreise in einem Jahr vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen dann um 23% erhöhen müssen, für eine Bevölkerung, die ja alles andere als reich ist. Das Durchschnittseinkommen pro Kopf in der Ukraine liegt deutlich unter 5.000 Euro. Das ist also kein reiches Land. Und dann steigen die Gaspreise kurz vor Beginn des Winters um 23% und man hat eine Opposition, die das natürlich auch ausschnachtet. Dann ist das eine wirkliche Herausforderung für eine Regierung. Und ich möchte Ihnen, Herr Ministerpräsident, und Ihnen, Frau Finanzministerin, wirklich danken, dass Sie es unter diesen Bedingungen geschafft haben, vor einer Woche den Haushalt im Parlament durchzusetzen. Eine tolle Leistung. Und wir wissen, dass das viele, viele Schmerzen bedeutet. Aber wir wissen auch, dass sich das eines Tages auszahlen wird. Deshalb Dankeschön dafür. Denn das stärkt das Vertrauen in die Ukraine. Und deshalb ist das eine Botschaft an uns, dass wir Ihren Reformweg weiter unterstützen werden. Ich habe, als ich in Kiew war, noch einmal 85 Millionen Euro angekündigt, um zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um die soziale und gesundheitliche Basisinfrastruktur zu stärken und die berufliche Bildung. Und wir haben auch den Wissenschaftsbereich in den Blick genommen und wollen hier Wissenschaftscluster der Exzellenz auch fördern. Denn es ist ja eine dieser Spiralen, wenn die Bedingungen für Forschung nicht gut sind, dann gehen die Forscher irgendwo in andere Länder auf der Welt, dann leidet wieder das gesamte Exzellenzsystem des Landes und wir wollen, dass eben ihre gute fachliche Qualifikation auch untermauert werden kann durch gute Wissenschaft und insofern ist das, glaube ich, schon richtig. Jetzt reden wir sozusagen heute hier über ein Land, das einen schwierigen Reformweg geht. Aber das ist ja nicht alles. Das ist schon schwierig genug und gerade bei der Bekämpfung der Korruption sind wir natürlich noch nicht am Ende. Aber parallel spielt sich ja immer noch mal eine andere Welt ab und das ist die Welt der Ostukraine. Das sind die täglichen Verletzungen des Waffenstillstands, das sind die Tatsache, dass fast jeden Tag ein Soldat sein Leben verliert und das ist jetzt in der Addition noch das Problem des Asowschen Meeres. Und Sie müssen sich das vorstellen aus deutscher Perspektive. Nicht nur, dass Sie eine ganz schwierige wirtschaftliche Phase haben, wie wir das zum Beispiel auch in Zeiten der deutschen Einheit ja aus den neuen Bundesländern kennen, wo Menschen arbeitslos werden, wo sie nicht gleich wieder irgendwo anfangen können, wo alles neu aufgebaut werden muss.